Jo, Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Falls ihr neu seid, ich reagiere immer jeden Morgen hier auf den neuen Fortnite-Shop. Also falls ihr in Zukunft keine neuen Skins hier mehr in Fortnite verpassen wollt, dann lasst jetzt unbedingt noch schnell ein Abo da, einfach kurz diesen Kanal hier abonnieren. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an, was heute so in den Fortnite-Shop Schönes reinkommt. Ich hoffe ja, dass wir die Osterhasen zurückbekommen. Außerdem könnt ihr natürlich gerne, wie immer, meinen Creator-Code Snoxy benutzen. Ist komplett kostenlos und dauert nur 2 Sekunden, den schnell einzutragen. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal, was heute so Neues in den Shop reinkommt. Let's go. Und oh, sie sind wieder da. Nice. Die Osterhasen sind zurück. Und wir haben anscheinend echt, oh, what the fuck, wir haben echt alle Oster-Items drin, die es überhaupt gibt. Und dann noch eine neue Musik hier, elektrifiziert. Sehr nice. Hören wir uns auch gleich an. Richtiger Ostershop heute. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell durch. Ich denke mal, den Finsterhasen, der war ja gestern drin, den kennen inzwischen schon alle. Dann noch die Hacke, Stahlkarotte heißt sie. Mit diesem Sound. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Genauso wie auch die recht preiswerten Pastellskins. Einmal hier die Pastella und der Spross. Und dann gibt es auch den anderen, den Hopper. Noch mit seinem alternativen Style. Und die neue Brechstangenhacke. Ja, sind auf jeden Fall in Ordnung. Ich finde, die Preise gehen absolut klar. Dann haben wir endlich mal wieder die Osterhasen drin. Sehr, sehr geile Skins. Besonders der weibliche hier kann ich mega empfehlen. Grüße gehen raus an Maxi. Ich finde ihn auf jeden Fall mega cool, den Skin. Und würde sagen, das ist einer der wenigen Skins, die man auf jeden Fall in Fortnite hier haben sollte. Den männlichen Skin finde ich jetzt nicht ganz so krass. Ich glaube, da würde ich mir wahrscheinlich eher den weiblichen holen. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Kommen wir schon zur rechten Seite. Wie immer, wenn euch hier die Serie gefällt, lasst mir gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Mal schauen, heute wieder die 3000 Likes, ob ihr die knacken könnt. Fangen wir an mit dem Castor. Ich habe ihn sogar in letzter Zeit mal häufiger gespielt. Habe überlegt sogar, ob ich den jetzt meinen Main-Skin mache. Bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Dann immer noch den mega geilen Häschen-Hüpf-Emote. Leute, falls ihr den nicht habt, holt euch diesen Emote wirklich. Es ist so geil. Ich bin gestern den ganzen Tag rumgesprungen damit in den Games, weil man kann sich damit fortbewegen. Ihr seht schon hier Fortbewegung. Das ist einfach mega, mega cool. Kann ich wirklich absolut empfehlen. Frühlingsparty, weiß ich nicht. Finde ich eher nicht so krass. Ich glaube, auf der Sniper, genau, auf der Sniper fand ich es noch ganz in Ordnung. Ansonsten, ja, habe ich mir noch nicht gekauft. Als nächstes dann den Karottenknüppel für 800 V-Bucks. Aber jetzt kein spektakulärer Sound. Und dann eine neue Musik heute drin. Ein weiteres Highlight. Elektrifiziert heißt sie. Und kostet 200 V-Bucks. Hören wir uns direkt mal an. Oh, ich habe es noch gemutet. Warte, dann stehe ich es mal schnell um. So, oh na, jetzt haben wir diese kacknormale Default-Musik. Obwohl ich nicht meine Musik ausgerüstet habe. Wow. Ja, es scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Egal. Auf jeden Fall hören wir uns jetzt mal an, wie die neue so klingt. So ein bisschen wie der Elektro-Swing. Okay, ja, es ist halt wirklich die Musik so ein bisschen geremixed. Hört sich ganz cool an. Also die finde ich sogar besser als die letztes Mal. Das ist eine coole Melodie. Also ich glaube, die werde ich mir mal holen. Okay, dann nutzen wir die Musik noch ein bisschen. Ich kann sie ja leicht leiser machen hier. Dann nutzen wir die direkt mal im Hintergrund. So, das ist doch ganz chillig. Dann haben wir nämlich als letztes noch den Pastelldruck drin. Fand ich jetzt nicht so geil, habe ich mir auch nicht geholt. Weiß ich, die MP ist vielleicht noch ganz cool, ansonsten würde ich die jetzt eher nicht empfehlen. Da gibt es deutlich coolere Lackierungen, deswegen habe ich wieder die V-Bucks eher gespart. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, falls ihr neu seid, lasst unbedingt ein kostenloses Abo da. Einfach kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Und dann verpasst ihr nie wieder auch nur einen neuen Skin. Lohnt sich also, den Kanal hier zu abonnieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Tragt gerne meinen Supporter-Credit-Code Snoxy hier ein, wie mein Kanal mit einem kleinen Irmen dran. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal rein, welchen der Osterskins ihr habt. Und jo, dann danke fürs Zuschauen, habt alle noch einen entspannten Tag, einen schönen Ostersonntag heute. Und ach ja, außerdem noch schnell hier der Gewinner von gestern. Herzlichen Glückwunsch an dich, bitte schreib mir mal schnell eine E-Mail an die Adresse unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss!